Ja, oder? Boah, oh mein Gott, Alter. Boah. Guten Morgen, Team Tapia. Ich bin im 9. Monat schwanger. Ich bin sehr hungrig und ich möchte jetzt ein Club-Sandwich haben. Schatzbär, du isst heute einen Tag wie ich. Ich bin hungrig. Ich möchte einkaufen gehen. Ich möchte ein Club-Sandwich. Okay. Jetzt. Sofort. Hitzwerke, hoch, Hitzwerke, Hitzwerke, go, go, go. Okay, alles klar. An alle Männer da draußen, ich gebe euch einen ganz, ganz, ganz... Sag nichts Falsches. Ich gebe euch einen ganz wichtigen Tipp. Ich bin zuckersüß. Sie ist zuckersüß. Widerspricht niemals einer hochschwangeren Frau. Niemals. In dem Sinne begrüßen wir euch zu dem letzten Teil. Wirklich, ich glaube, das ist wirklich der letzte. Das ist wirklich kein der letzte Teil. Das große Finale. Ich esse ab jetzt nicht mehr. Genau. Ich ernähre mich einen Tag wie meine schwangere Freundin. Verlobte. Zukünftige Frau. Mutter meiner Kinder. Und jetzt heißt es erstmal einkaufen. Er sagt jetzt einfach alles, damit er nichts Falsches sagt. Genau. Ganz, ganz dünnes Eis. Dieser Moment, wenn du am frühen Morgen in den Supermarkt gehst und einfach alles... Frühen Morgen, ich bitte dich, wir haben 11 Uhr. Oh, lass mir doch die Illusion. Auf jeden Fall sind alle Regale voll und vor allem, worauf ich besonders stehe, sind die roten Paprikas. Aber die gibt es, glaube ich, heute nicht. Nein. Hoppala. Jetzt passiert. Unsere Vorsätze für 2020, wir haben uns gesagt, wir kaufen keine Süßigkeiten erstmal mehr, denn hier hinten sind wir wieder in der falschen Abteilung definitiv. Schatz, ganz schnell. Ich bin beim Obst. Und ich bei den Süßigkeiten. Du bist beim Obst, ich bin bei den Süßigkeiten wieder mal. Schreib mir in die Kommentare, was dein Vorsatz ist für 2020. Das wird uns wirklich mal interessieren. Und was natürlich nicht fehlen darf, wer mich kennt, mein Schinken-Käse-Croissant. Deswegen holen wir uns das jetzt. Oh Gott, bin ich froh, wenn die Schwangerschaft vorbei ist und ich erstmal keine Schinken-Käse-Croissants mehr essen muss. Ach komm schon, du isst die gerne, das weißt du genau. Ja, aber mittlerweile hängen die mir auch schon aus dem Hals raus. Die hängen niemandem jemals zum Hals raus. Verstehst du das? Wo ich gerade die Babyabteilung sehe, wird mich eigentlich mega interessieren, wie dieser ganze Kram hier schmeckt. Soll ich mich mal einen Tag ernähren? Oh Gott. Also auf dieses Video bin ich selber gespannt. Unser Vorsatz ist direkt am Anfang des Jahres gescheitert. Ich bin schwanger, ich darf das. Das ist eine gute Ausrede. Was sagen wir, wenn du nicht mehr schwanger bist? Dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann gibt es, wir haben ein Kind, wir haben kaum geschlafen, wir dürfen das. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so ganz genau sehen könnt. Geht's, Baby? Geht so. Geht so? Das Leben wird nicht leichter mit. Müde? Willst du erstmal schlafen und nicht erst die Sandwiches auf? Nein. Zieht euch diese saftigen Sandwiches rein, diese Club-Sandwiches. Absolut heftig. Und bevor wir jetzt reinbeißen, denkt dran, uns auf Team Tape zu folgen, und zwar unserem Zweitkanal. Alles rund ums Thema Schwangerschaft findet ihr auf dem Kanal. Erster Link oder zweiter oben in der Beschreibung. Auf jeden Fall abchecken. Und dazu gibt es natürlich Smoothies. Prost. Prost. Mmh. Mmh. Oh mein Gott. Das ist nicht übertrieben, wenn ich sage, das sind einfach die heftigsten Sandwiches, die ich jemals gegessen habe, seitdem du die machst, ne? Das ist kein Scherz, Leute. Irgendwie tört mich das an, wenn du das machst. Eine schöne Frau und geiles Essen. Das Einzige, was ich dann noch dazu gemacht hätte, wäre so ein Spiegelei rein. Ich weiß, du kannst gerade nicht so auf Eier. Wegen euch hat Jodie in dem, wo wir den ganzen Tag türkisch gegessen haben, wegen euch hat sie Eier gegessen. Nur für euch Zuschauer. Aber für mich wäre das absolut die Krönung, wenn da nochmal so ein Spiegelein drin wäre. Das wäre richtig saftig.
So, zum absoluten Finale gibt es jetzt natürlich etwas Gemeines für meinen Schatz. Ihr wisst, was ich meine. Tadam! Oh, Nena, ist dein Ernst? Ja! Echt? Ja! Mandy, stehst du auf Oliven? Oh, nee. Echt nicht? Ich hasse Oliven. Echt? Frag mich, warum man das isst. Ich weiß auch nicht. Davon. Weil es geil ist, oder Oskar? Ja, Oliven. Holy Diamond. Ey, sag mal, wollt ihr ein Kind zusammenkriegen oder so? Vielleicht. Nein, das ist die Oliventheorie. Einer in der Beziehung muss Oliven mögen. Wurde die nicht widerlegt in hier How I Met Your Mother am Ende? Nee. Doch, also nein. Haben einige in die Kommentare geschrieben. Aha, so läuft das hier also. Das sind wenigstens die Oliven mit Nussfüllung, ne? Also, wobei das macht es auch nicht gut. Das macht es auch nicht besser. Ich habe einmal Leute. In meinem Leben eine Olive gegessen. Echt? Und direkt gehasst, ja. Echt? Mhm. Einmal nur. Mhm. Oh, die riechen schon. Oh, ich will nicht. Oh, ich will nicht, Alter. Oh, das ist so. Das riecht schon so richtig. Oh. Okay, alle auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, oh mein Gott, Alter! Boah! Ich komme nicht kaum, Alter! Warum macht man so? Das ist so egal! Ich geh wieder nach Hause! Ich weiß wirklich nicht, was ich hab. Das ist so lecker! Oh mein Gott! Wie schmecken die? Eklig. Ich will nicht reinbeißen. Ich will einfach nicht. Was? Was machst du? Du hast immer noch nicht reingebissen? Nee, ich will nicht weiter kauen. Komm, runter damit. Man kann sich auch anstellen, ihr beiden. Ja, nee. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Steht ihr auf Oliven? Safe nicht. Niemals Oliven. Was oh Gott. Eine? Mir ist richtig ja, heiß. Ja, gerne. Das war oh, grausam. Komm, Mandy, wir gehen wo was essen zusammen. Dann essen wir die Jody. Einige Zeit ist gerade vergangen. Wir sind gerade in der Küche und haben das Titelbild für dieses Video gemacht. Mandy probiert gerade zu tasten, ob unsere Tochter sich bewegt. Ich habe sie eben gespürt. Ja? Ja. Das ist faszinierend, wenn man das zum ersten Mal so richtig. Ja, das ist ein bisschen so. Also bei mir das erste Mal war ein bisschen real, muss ich sagen. Mein Schatz, sollen wir den Zuschauern mal zeigen, warum es heißt, wir sind schwanger? Ja, was soll ich sagen, meine Freunde? Also, ich weiß nicht, wer runter ist. Jody oder ich? Das kommt, wenn wir Videos für euch drehen, andauernd. Wenn du essen musst. Genau, wenn ich essen muss wie eine schwangere Frau, dann wird man auch schwanger. Kannst mal sehen, Alter. Das hat auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Für das hat auf jeden Fall für die Offenheit. An alle Männer da draußen, die schwanger sind. Keine Sorge, das ist vollkommen in Ordnung. Apropos, was wir noch gar nicht gegessen haben und worauf ich jetzt richtig Lust habe. Das war so klar. Was ein Zufall. Schinken-Käse-Croissant. Ja, komm, vom Abendessen ein kleines Schinken-Käse-Croissant. Das geht doch rein hier. Mal rein, würde ich das jetzt hier so abnehmen? Wie geil! Geht das auch, ne? Warte. Das ist geil, oder? Das müsst ihr als Thumbnail nehmen. Das ist Thumbnail. Nach wie vor, die besten Käse-Schinken-Croissants gibt es im Lidl. Und ich bin immer noch gespannt, das werden wir ja bald herausfinden, ob du nach der Schwangerschaft immer noch Bock drauf hast. Jemand schrieb mir, ich soll mich mal von Lidl sponsern lassen. Ja, echt. Lidl? Wenn irgendein Lidl-Mitarbeiter hier im Start ist, aus der höheren Position, schreibt uns gerne an. Mail in der Beschreibung. Wir haben wegen mir einige Schinken-Käse-Croissants verkauft. Oh ja, ich glaube nicht einige. Ich glaube, einige Lidl bestimmt leer gekauft. Ich habe irgendwie schon wieder Hunger. Was ein Zufall. Jungs, Lust einkaufen zu gehen? Was heißt hier Jungs? Lauft schon mal los, ich schreibe euch in WhatsApp. So, wir haben jetzt alles geholt. Alter. Der Esel nimmt sich eigentlich nicht zuerst hier. Der Esel nimmt sich nicht zuerst? Ja, man sagt das. Also ich kenne das nur, der Esel nennt sich nicht zuerst. Ich dachte, das geht hier jetzt auch. Mein Schatz, was gibt es denn für uns? Ja, es gibt Spaghetti mit Tomatensauce und Hackfleischbällchen. Guckt euch diese Hackfleischbällchen an. Also auf jeden Fall D-tauglich zum Anfang des Jahres, würde ich mal sagen, oder?
Leute, schreibt mal in die Kommentare, womit isst ihr am liebsten Spaghetti? Da gibt es ja wirklich so Feinschmecker. Die einen mögen es Carbonara, so Käsesoße, Sahnesoße, Hackfleisch, Tomaten. Ich muss echt sagen, so, wie heißt das? Spaghetti Bolognese ist eigentlich am geilsten. Ist mega schwierig zu sagen, eigentlich auch Spaghetti Bolognese, aber ich finde Spaghetti Carbonara auch geil. Aber vom, am liebsten von meiner Mama. Und du? Spaghetti Carbonara von Oscar. Weißt du, woran mich das erinnert? An Susi und Strolch. Ist das weißt du? Original, mit diesen Hackbällchen. Das ist doch original wie in diesem Cartoon, Susi und Strolch. Da könnten wir es sogar machen. Ja. Also, einen Tag lang essen die Susi und Strolch. Genau. Die essen ja nur das. Wie zwei Hunde. Wir essen aus einer Mülltonne. Genau. Genau. Voll gemein beim Mülltonnen. Wo Mandy kann auch anfangen. Mein Schatz, das hast du super gemacht. Ja? Das schmeckt großartig. In dem Sinne, meine Freunde, guten Appetit beim Zuschauen. Einige Stunden später haben wir uns an Monopoly auf der Switch gewagt. Und man sieht, Tapia ist mehr als am Verlieren. Judy hält sich tapfer. Oscar geht auch gleich flöten. Oscar hat nur gleich 1 Euro. Und Mandy ist ganz, ganz, ganz krass am Gewinn. Das ist eine Ausnahme. Da fiebert jemand. Kein Glück im Spiel, dafür. Glück in der Liebe. Genau, denn unsere Liebe ist da unten drin. Wo wir gerade doch so schön hier sitzen, Schatz, dann kannst du uns doch glatt mal ein Eis holen. Möchtet ihr auch eins? Ja, ihr müsst sowieso essen, was Judy isst. Von daher. Bitte schön, mein Schatz. Danke, mein Schatz. Ich bin übrigens bankrott. Toll, ich auch. Guter Start. Das ist ein guter Start mit dem Kind auf jeden Fall. Unten in der Beschreibung findet ihr den Spendenlink. Hier, mein Schatz, ich kann es ja immer noch nicht verstehen. Eiswürfel kauen. Ich liebe Eiswürfel. Ich raff's nicht. Also, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, kaut jemand von euch Eiswürfel? Ich kann das echt nicht. Vor allem, du haust da richtig so drauf. Ist eigentlich auch voll der gute Diät-Tipp. Ist voll gut, wenn du Bock hast auf was Süßes. Oder was im Mund. Ich feiere das nicht. So, schau. Dann hast du. Oh. Was ist das? Nicht, Mann. Warum machst du das? Das finde ich nicht toll. Absolut nicht toll. Na Leute, das also war... Du machst das Video immer wieder mit? Ich mache das Video immer wieder mit. Schlussendlich machen wir das für euch. Das war das große Finale, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass wir einen weiteren Teil schaffen. Und das bedeutet Abschied nehmen für dieses Format. Ich weiß, viele von euch haben es gefeiert, haben uns auf wir allen auch. Echt. Ich auch. Wir haben es auch gefeiert. Wir haben mega Spaß dran gehabt. Und vor allem haben wir durch die ganze Schwangerschaft hinweg diese Erinnerung auch, ne? Ja. Wie Kugel gewachsen ist und so. Also wann war das erste? Haben wir irgendwie in der 20., 25. Ja, Woche irgendwie so. Ja, in der 25. Woche haben wir das erste gedreht. Und jetzt sind wir einfach in der 40. In dem Sinne, bevor wir uns verabschieden, grüßen wir nochmal 2 Personen von euch da draußen. In dem letzten Video nämlich Hashtag Team Tapia in die Kommentare geschrieben haben. Also schreib auch du in die Comments Hashtag Team Tapia. Und wir grüßen dieses Mal Tina Tuli 4. Ich fände es voll cool, würdet ihr beide jedem Land mit einem Zuschauer, die dann natürlich aus dem Land kommen, die traditionelle Küche des jeweiligen Landes kennenlernen. Hashtag Team Tapia. Und zwar war das unter dem letzten Video, wir essen 24 Stunden nur türkisch. Und ich grüße den lieben Stefan Wilke. Hashtag Team Tapia, Hashtag Teil 2. Liebe euch und eure Videos. Vielen Dank, meine Freunde, für jeden Einzelnen, der jeden Tag reinschaltet, wirklich. Ihr unterstützt uns, ihr unterstützt unsere Familie, uns als Familie, uns als Team Tapia. Unsere ungeborene Tochter. Unsere ungeborene Tochter, von da. Also keine Sorge, ihr seht uns schon bald wieder, wenn es wieder heißt. Food, food, food. Food, food, food auf diesem Kanal. Und jetzt bist du auch müde, ne? Müde. In diesem Sinne, meine Freunde, bis zum nächsten Video. Wir legen uns jetzt schlafen.